So, ich bin Schwester Patricia, ich bin von der Narkoseabteilung, ich leite jetzt die Narkosen ein. Ich halte Ihnen eine Maske vor, da kommt okay. Sauerstoff raus. Sie atmen bitte tief ein und aus und dann leite ich die Narkose über die Vene ein und spritze Ihnen das Narkosemedikament. Okay. Atmen Sie schön tief ein und aus. Genau. Und wenn Ihnen schwindelig wird, machen Sie ruhig die Augen zu, das ist ganz normal. So, ich setze die Maske auf. Wollten wir nicht zuerst das Interview machen? Oh, stimmt. Na gut, dann operieren wir später. Okay, dann operieren wir später. Schwester Patricia Marina, wir sind hier quasi an deinem Arbeitsplatz, nämlich im Operationssaal. Es ist natürlich keine richtige Operationssaal, es ist die Filmklinik in Rösrath, das Jolantes-Klinikum von der Firma Jola Rent. Aber es sieht halt aus wie in einem richtigen OP, deswegen auch der perfekte Ort, um mit einer Narkoseschwester mal zu sprechen. Du bist 23 Jahre jung, aber warum hast du jetzt gesagt, ich gehe jetzt einfach mal in die Medizin, ich werde jetzt mal Narkoseschwester? Warum ich das gemacht habe? Auf Station hat es mir jetzt eher nicht so gut gefallen. Und also ich sag mal so, da ist viel Routine auf Station. Dort hat man viel mehr mit den Leuten zu tun, naja, oder heutzutage eher weniger. Als ich noch die Ausbildung gemacht habe, hat man mehr auf die Nähe zum Patienten Wert gelegt. Das ist heute leider nicht mehr so, wegen den Dokumentationspflichten und so weiter und so fort. Und ja, das hat mir einfach nicht mehr gefallen. Also bin ich direkt nach der Ausbildung, habe ich gesagt, okay, ich will was machen, was mich auch ein bisschen fordert. Also bin ich in OP gegangen. Du bist ja eigentlich auch als Model aktiv. Ich würde auch sagen, da ist sozusagen auch noch irgendwie eine gewisse Zukunft drin, aber trotzdem hast du gesagt, du willst diesen bodenständigen Job haben. Genau. Was würdest du denn sagen, was fasziniert dich an dieser Geschichte jetzt, Narkosemedizin oder auch jetzt irgendwie im OP zu stehen? Was mich dran fasziniert? Ich muss ehrlich sagen, dieses Miteinander. Es geht mir noch nicht mal darum, also für, so prinzipiell, wenn man im OP ist, dann ist das mehr das Team, was einen fasziniert. Man hat, also man ist ja als Narkoseschwester eher nur zusammen mit dem Anästhesisten dort und hat eher weniger mit seinen eigenen Kollegen zu tun. Und ich persönlich finde das schön, weil das ist eine ganz andere Ebene. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man auf Station arbeiten würde. Man ist wirklich ein eingespieltes Team im OP. Und das Schöne ist halt, man arbeitet nicht jeden Tag mit denselben Leuten zusammen, sondern jeden Tag mit einem anderen. Und auch die Dienste sind anders. Manchmal verbringt man 24 Stunden mit denselben Leuten zusammen. Und das schweißt halt wirklich zusammen. Das macht Spaß. Jetzt ist es ja auch so, dass man als Anästhesist oder auch als Anästhesiepfleger natürlich so ein bisschen diese Verantwortung über Leben und Tod hat. Man ist sozusagen, ich sage jetzt mal, nicht nur am Kopf des Operationstisches, sondern auch so ein bisschen irgendwie der Kopf des Teams, weil der Chirurg ja im Endeffekt sich eher so um die ganze Schnibbelei kümmert. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sozusagen weiß, man ist im Endeffekt derjenige, der halt dafür sorgt, dass es dem Patienten gut geht und dass der Patient auch hoffentlich wieder aufwacht? Am Anfang ist das ein bisschen beängstigend, aber mit einer Zeit ist dieses Gefühl von Angst, von Sorge, von Unsicherheit, dass man vielleicht was falsch machen könnte, ist dann weg. Weil man spielt ja auch, also man ist ja auch zusammen mit dem Chirurgen und man weiß und man lernt sich ja kennen. Man weiß dann ungefähr, okay, was macht der da, wie lange braucht der noch, und dann spielt man sich halt so gegenseitig zu. Also das ist easy. Wie viel darfst du denn machen? Wie viel? Ja, also wie viel lässt man dich machen jetzt? So viel, wie ich machen möchte oder so viel, wie mein Arzt erlaubt. Das ist, je nachdem, ist das mal so. Aber auch ich achte darauf, dass ich nichts mache, was ich rechtlich eigentlich nicht machen darf. Vielleicht manchmal. Aber du leitest ja auch schon wichtige Narkosen ein. Also machst sozusagen dann quasi, wie wir es auch gerade gesehen haben, eben, dass du mit dem Patienten sprichst, dass du die intravenöse Narkose setzt, dass du den Patienten beatmest und so. Wie ist das so? Also wie viel Erfahrung braucht man, um sowas zu können? Irgendwie so, wie schnell oder auch wie vielleicht sogar auch schwierig ist es, das alles zu lernen? Man braucht schon eine gewisse Einarbeitungszeit, je nachdem, welche Kollegen man dort hat und welche Ärzte vor Ort sind. Lernt man das mal schneller, mal langsamer? Ich zum Beispiel habe das relativ schnell gelernt, weil ich viel mit einer Kollegin
zusammengearbeitet habe, die seit 30 Jahren in dem Beruf ist, und mit dem leitenden Oberarzt, der mir auch sehr viel Freiraum gelassen hat, was über Beatmen geht oder Intubieren. Also ihm, weil ihm das auch wichtig ist, dass wir das können, obwohl wir es nicht machen müssen. Weil Intubieren ist immer noch Arztaufgabe und weil jeder Mensch ein Recht hat, auf Arztqualität behandelt zu werden, ist das eigentlich Arztaufgabe. Aber wenn wir das machen möchten, dürfen wir das auch, weil wir es ja lernen müssen und weil wir es einfach können müssen. Weil im Notfall muss es jeder machen. Das heißt also, eine Intubation wäre jetzt auch bei dir, das würdest du jetzt quasi aus dem FF können? Theoretisch ja. Wenn es jetzt nicht ein Mensch ist, der, weiß ich nicht, so einen Hals hat und weiß ich, naja. Theoretisch ja. Ja. Man sagt ja immer, das ist auch ein Spruch aus dem Film Coma, Ärzte sind die schlimmsten Patienten, die wissen zu viel. Du bist ja wahrscheinlich auch schon mal operiert worden, seitdem du jetzt irgendwie diesen Job machst. Ja. Wie war das dann für dich, wenn du dann mal die Seiten wechseln musst und du liegst auf dem OP-Tisch und sagst, okay, was macht die alles, die Schwester jetzt hier? Ich würde das ganz anders machen. Gott, das war furchtbar. Das ist furchtbar. Wenn man weiß, wenn man normalerweise auf dieser Seite steht und dann auf dieser Seite liegt, das geht gar nicht. Ich war so aufgeregt. Ich hatte vor einem Jahr eine OP und ich lag da und war wirklich, oh Gott, ich will das nicht. Also das war echt witzig im Nachhinein. Aber das Peinliche war noch, dass die Leute, also die Anästhesie, die da mich betreut hat, wusste, dass ich auch Anästhesie-Schwester bin. Und das hat die Sache eigentlich noch schlimmer gemacht, weil ich wusste, was passiert und hatte trotzdem Angst, weil ich weiß, was passieren kann. Ja. Aber ist alles gut gegangen? Ja, ist alles gut gegangen. Gibt es auch schon mal so Ratschläge nach dem Motto, so, nee, du hältst das gerade falsch rum oder sowas, auch schon mal passiert? Also wenn du auf den Tisch legst? Oder bist du dann ganz ruhig und sagst, ja komm, ich vertraue es einfach mal, dass du jetzt irgendwie hinkriegst? Nee, ich gucke einfach nicht zu. Einfach so, okay, ich sehe das jetzt einfach nicht, alles was passiert ist out of my control, ja. Hattest du auch schon mal medizinisches Personal, was du dann einleiten musstest? Ja, ganz oft. Die auch viele Anästhesie, Kollegen von anderen Krankenhäusern. Da ist man immer mal ein bisschen vorsichtig, weil man ja auch weiß, dass sie wissen, wenn man was falsch macht. Aber eigentlich ist es wie jeder andere auch. Ist denn auch schon mal irgendwie mal eine Situation gewesen, die jetzt auch, wenn ich das fragen darf, auch schon so ein bisschen brenzliger war oder sowas? Oder auf jeden Fall. Gehabt, dass, oder, was? Ja, also es gab einige Situationen, die waren ziemlich brenzlig, weil es gibt immer Komplikationen, also es gibt immer die Chance, dass es eine Komplikation gibt. Und ich muss auch sagen, ein paar Mal ist diese brenzliche Situation auch nicht gut gegangen, aber in den meisten Fällen geht sie gut. Und das Schöne ist an dem Team, wenn was passiert und es geht nicht gut aus, dann sind alle füreinander da, dann sagt mein Chef auch, okay, du bist dabei gewesen, dann darfst du heute früher gehen, ruh dich mal aus, entspann dich und sowas und nochmal ein bisschen eine Supervision machen, auch mit den Ärzten, dass man sich zusammensetzt im Kreis und darüber spricht. Das ist schon mal, das ist Gold wert. Wenn du jetzt im OP so eine Narkose machst, wie ist das so mittlerweile für dich? Was ist das für ein Gefühl? Also ist es dann doch schon so, dass man auch dann so vielleicht auch so ein bisschen denkt, also so halb und weiß, man hat auch dieses erhabene Gefühl, da ist dann immer so ein bisschen so die Angst mit dabei. Wird das irgendwann vielleicht sogar Routine, dass man eben die ganzen Handgriffe macht? Und ist es einfach so, als würde man Auto fahren? Oder wie würdest du das beschreiben? Es ist mal so, meistens ist es Routine, weil je nachdem, also es gibt ja verschiedene Fachrichtungen, Fachabteilungen und dazugehörigen Säle. Und je nachdem, welchem Saal man ist, dann ist es eine Routine. Und da arbeitet man seine Patienten ab, guckt auf den Plan, okay, 5 Leute, dann rattert man die so runter und es ist, manchmal ist es echt langweilig. Und manchmal guckt man auf den OP-Plan und denkt sich, oh Gott, oh, das schon wieder und so eine große OP und oh, da muss ich aber so viel machen und ja. Gibt es auch mal witzige Situationen? Auf jeden Fall. Scheinbar. Oh Gott, da sind so viele Sachen. Wo fange ich da an? Keine Ahnung. Also es ist, also allgemein der OP, der ist ziemlich von Sarkasmus geprägt, muss man wirklich sagen, weil prinzipiell die Leute, die im OP arbeiten, sind nicht normal.
da kann ich mich auch nicht freisprechen. Okay. Also das OP-Personal heißt? Haben alle einen an der Klatsche. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber die meisten sind so nicht so sozial kompetent. Wenn ich mal auch so von mir reden kann, dann ist es mir schon lieber, dass die Leute schlafen, als dass sie wach sind. Ja, ansonsten gibt es viele lustige Situationen. Es wird viel gelacht, weil man das auch einfach irgendwie kompensieren muss, was man dort sieht. Weil es gibt halt viele Sachen, die will man nicht sehen und die muss man auch nicht sehen. Und man tut es aber trotzdem und das tagtäglich. Also kompensiert man das irgendwie mit Humor, auch wenn er halt manchmal ein bisschen sarkastisch ist. Und es ist dann schon mal witzig, manchmal, so wie das auch menschlich ist, passieren manchmal Fehler und man klebt irgendwelche Sachen komisch und macht irgendwas Komisches. Dann sieht man das und man lacht sich darüber kaputt und dann weiß ich nicht. Also wir haben eigentlich immer eine Weihnachtsfeier und wir sammeln über das ganze Jahr halt Bilder und Videos. Und es wird dann auf der Weihnachtsfeier dieses Video abgespielt mit den ganzen Videos und den Fotos und das ist immer wirklich der Brenner. Also das ist göttlich, was da alles zusammenkommt. Und ich habe einen Kollegen, der ist prinzipiell schon total lustig. Einfach nicht, weil er mit Absicht lustig sein möchte, sondern einfach, weil er, weiß nicht, man guckt ihn an und man muss lachen. Da war so eine Situation, wir hatten Pause. Er saß im Pausenraum, die Sonne hat so schön auf ihn geschienen, also wirklich, er saß da so richtig am Schlafen und dann hatte ich mein Handy gezückt und es gab auf Instagram diesen Supersum-Filter mit diesen Herzen und diese total lustige Musik dabei und dann habe ich draufgehalten, das gefilmt und genau in diesem Moment hat er sich so bewegt, so das ist einfach lustig und oder auch manchmal wir haben ja diese Klebepflaster und ich weiß, das ist ein bisschen verschwenderisch, aber da malen wir manchmal so Sachen drauf oder schneiden die in irgendwelche Formen und kleben uns die auf. So hier, ich habe den Stern auf die Schulter geklebt, ich bin jetzt der Captain und sowas. Also wird viel Dummheiten gemacht. Oder halt, weiß nicht, was habe ich schon mal gemacht? Das war irgendwie samstags morgens, war nichts los und ich hatte mit meiner Lieblingskollegin Dienst und hatte dann gemerkt, okay, dieser Infusionsständer ist ja ziemlich stabil. Also habe ich mal Anlauf genommen und bin durch den ganzen OP gerutscht damit. Das war so witzig. Oder Auf dem Ständer. oder halt am Wochenende. Wir haben da auch eine Musikbox und dann wird die halt aufgedreht. Und wenn ich da noch irgendwas machen muss, dann wird da Musik gehört. Aber Musik ist eigentlich ständig an. Deswegen ist eigentlich ganz lustig. Mhm. Du hast gerade gesagt, im OP geht es ja sarkastisch zu. Anders könnte man das Ganze gar nicht irgendwie sage ich jetzt mal, irgendwie alles verarbeiten. Mhm. Hast du da noch vielleicht so ein paar Ideen, so Beispiele, exemplarisch irgendwie so? Weiß nicht. Also es wird immer, also wie soll ich das sagen, wenn irgendjemand was Gemeines sagt, so wie, ach, weiß nicht, du hast aber, weiß nicht, ich mache zum Beispiel jetzt ein Beispiel, ich mache den Kittel zu von einem Arzt, und er sagt, du müsstest jetzt eigentlich meine Bauchmuskel füllen. Und dann sage ich, das ist Wunschdenken. Das Einzige, was ich fühle, ist 10 Kilo Speck. So solche Sachen. Also es wird nur gedisst und nur zurückgefeuert. Ja. Also, keine Ahnung. Oder zum Beispiel, der Boden ist nass wegen Arthroskopie. Und dann ist es also wirklich, wirklich nass und rutschig. Und dann sagt irgendjemand, oh, ist aber ganz schön nass hier. Und dann kommt aus der anderen Ecke, ja, ich weiß, das kennst du gar nicht, ne? Also, oder, keine Ahnung, kann man jemanden Ständer holen? Ja, weil du keinen hast oder so. Also, genauso läuft das jeden Tag ab. Je nachdem, wo man ist, mal mehr, mal weniger. Aber es ist ja auch cool, weil es ist ja auch dann sozusagen so, ich sag jetzt mal, so ein kumpelhaftes Verhalten. Auf jeden Fall. Dieses Etipetete und so, oh, du hast mich gerade komisch angeguckt, irgendwie, ich gehe jetzt zum Chef oder sowas, sondern das ist ja dann schon so, dass man merkt, das ist dann ja schon eher so ein Team, was auch zusammengeschweißt. Auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, also bei den jüngeren Leuten, ich sag mal so, bis Anfang 40 ist das Verhältnis wirklich super. Man macht Späße, man trifft sich im Sommer auf ein Bier oder sowas. Oder man grillt und das ist schon echt super. Und wenn du jetzt mal auf
diese gesamte Situation guckst, irgendwie so Narkosemedizin, das hat sich ja wirklich viel verändert irgendwie. Mhm. So. Also man sieht damit auch die ganzen Displays und so. Früher war das ja so, da haben die Geräte ja kaum irgendwelche Anzeigetafeln gehabt. Da musste man ja wirklich noch irgendwie dann andauernd gucken, wie ist der Puls und so weiter. Ist die moderne Medizin jetzt vielleicht so, dass man sagt, es ist jetzt wirklich auch einfacher, man kann jetzt irgendwie schneller das Ganze lernen? Oder ist es vielleicht auch so, dass man sich jetzt mehr auf die Technik verlässt und wenn da mal irgendwo ein Fehler drin ist, den du aber nicht bemerkst, hast du dann direkt eine Notfallsituation, weil vielleicht die Maschine nicht in Ordnung ist? Oder? Also ich persönlich würde behaupten, ja, es ist einfacher. Vielleicht auch nur, weil ich die alten Sachen nicht kenne. Und wenn ich, also wir haben auch Narkosegeräte fürs MRT, die sind uralt. Und wenn ich mir die angucke und die mal testen muss, dann schaue ich mir das an und 1000 Knöpfe, 1000 Regler und denke mir so, oh, Gott sei Dank habe ich nicht in dieser Zeit gelebt. Ich finde, also wir arbeiten schon mit modernen Geräten und finde das auch einfach. Auch wenn jetzt ältere Kollegen behaupten würden, früher war alles besser. Aber das hört man ja ständig. Jo, also ich habe sozusagen alles gefragt. Möchtest du noch was anfügen, wo du jetzt sagst, das würdest du gerne noch erwähnen? Also quasi, was jetzt mit deinem Job zusammenhängt oder auch generell mit der, sage ich jetzt mal, vielleicht Spaß an der Arbeit irgendwie so? Nee, also prinzipiell, was ich dazu noch sagen kann, ist, in dem Beruf gibt es immer noch viele Vorurteile, viele Stereotypen. Und ich bin froh, dass, wenn ich das nur so sagen kann, dass die ältere Generation jetzt mal in den nächsten Jahren in Rente geht, weil es immer noch viele Leute gibt, die auf alten Methoden beharren oder alte Ansichten haben, die mittlerweile ziemlich obsolet sind. Egal, ob das, es reicht von Rassismus bis Homophobie, also wirklich alles ist dabei und auch Sexismus ist, ich glaube, wie überall in jedem Beruf immer täglich ein Thema. Und ich finde aber, dass es an meinem Arbeitsplatz zum Glück nicht so vertreten ist wie auf anderen Stationen. Ein Grund, warum ich nicht auf Station arbeite, ist auch, dass die Patienten extrem frech sind. Heutzutage ist das so, diese Art von Belästigung auf Station ist ein ganz anderes Level. Der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, war, da war so ein Mann, der wurde gerade entlassen, der war bestimmt, weiß ich nicht, Mitte 50. Er stand vor mir und fragte mich, ob ich seine Schuhe binden kann. Und ich natürlich, ja, selbstverständlich. Und dann kniete ich mich vor ihm und dann sagte er, ja, so toll hat schon lange keine Frau mehr vor mir gekniet. Und dann dachte ich, also bei den ganzen Sachen, die ich schon erlebt habe, dachte ich, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt nur noch mit schlafenden Patienten, weil auch das Problem ist halt auch, man hat dann irgendwann keinen Spaß mehr daran, weil die Leute so, die verlieren jegliche Distanz und das finde ich schade. Und ich finde auch, dass viele Krankenschwestern diesen Beruf deshalb nicht wählen, dass sie vom Praktikum sagen, okay, das möchte ich nicht machen, weil einfach dieser Respekt vor diesem Beruf nicht vorhanden ist. Das ist genauso wie diese Aktion mit, wir klatschen jetzt mal für die ganzen Pfleger. Das ist totaler Bullshit. So, davon kann ich mir keine Überstunden nehmen, davon kann ich mir kein, weiß ich nicht, irgendwas leisten oder sowas. So, man steckt halt trotzdem, trotz diesem ganzen Wertschätzung der Bevölkerung, denkt man trotzdem jeden Tag da, jedes zweite Wochenende und man macht diese ganze Arbeit und denkt sich so, okay, wofür mache ich das eigentlich? Dafür, dass ich jeden Tag dumm angemacht werde, weil prinzipiell, wenn irgendwas falsch läuft, sind immer die Schwestern schuld. Weil die sind halt greifbar, die sind in der Nähe und wenn mal was nicht passt, dann heißt es Schwester. Warum ist das denn so und so? Und es sind halt manche Sachen, die sind wirklich, die stehen überall, man kann nichts dafür und trotzdem wird man angemault. Ich denke, das ist der Grund, warum viele junge Leute das nicht mehr machen wollen. Und ich würde mir wünschen, dass die Vernunft zu den Leuten zurückkehrt und sie sagen, okay, das sind hart arbeitende Menschen, die versorgen hier, weiß ich nicht, so 52 Personen und ich möchte diese Person respektieren für die tolle Arbeit und die viele Arbeit, die sie macht. Ja, weil, wie jeder weiß, sind Krankenpfleger Mangelware.
Ja, ich finde das wirklich sehr schade, wie du gerade erzählt hast, weil auf der einen Seite klatschen die ganzen Menschen ja, nach dem Motto hier Respekt, 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 aber auf der anderen Seite merkt man, dass der Respekt eben fehlt. Und gerade die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, wirklich für sehr wenig Geld, die zum Teil 36-Stunden-Schichten haben, die dafür sorgen, dass die Patienten wieder gesund werden, dass es dann wirklich Patienten gibt, die halt eben dann diesen Respekt verlieren und eben so undankbar sind, dumme Sprüche bringen, anstatt froh zu sein, dass sie jetzt eben gesund, geheilt aus dem Krankenhaus wieder rausgegangen sind, was ja auch eine Teamleistung ist, eben von jedem. Das stimmt. Von der Krankenschwester im ersten Jahr vielleicht, die das Essen bringt, bis hin eben zur OP-Schwester, die dafür sorgt, dass eben im Operationssaal alles gut läuft, oder die Narkoseschwester, die dafür sorgt, dass der Patient überhaupt wieder aufwacht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so krass ist, dass man also wirklich dann schon auf der Patientenseite merkt, dass die einfach gar nicht zu schätzen wissen, dass sie hier gerade geheilt worden sind. Ja, also wenn ich das mal sagen kann, dass viele Leute denken, also kommen ins Krankenhaus rein und verlieren sofort wirklich jeden Charme und kommen da rein mit einer Erwartung, das ist das Hotel, das Allerwichtigste im Krankenhaus ist das Essen. Alles andere ist den Leuten egal. Hauptsache das Essen schmeckt. Nee, also das Brot war heute echt ein bisschen trocken. Also hier möchte ich nicht nochmal wiederkommen. Das ist halt so ein Moment, da denkt man sich, warum bin ich hier? Aber was geht da in dir innerlich vor? Ich meine, macht dich das wütend, frustriert dich das oder so? Also wie nimmst du das Ganze dann auf, wenn du dann wirklich dann merkst, dass dann wirklich solche Leute so dumm schwätzen? Also erst regt man sich darüber auf, weil man ärgert sich, man denkt, okay, die Leute sehen nicht, was du hier machst, die Leute sehen nicht, dass du 12 Kilometer am Tag rennst und wirklich rennst, weil es gibt so viele Sachen, die man zu tun hat und so viele Sachen, die man leisten muss. Und das einzige Problem, was die Leute haben, ist, das Essen schmeckt mir nicht. Oder warum musste ich denn jetzt 2 Minuten eher warten als der Mann neben mir? Also das ist manchmal, früher hat einen das wütend gemacht, mittlerweile ist es so, ach komm, egal, hier rein, da raus. So, ich habe Besseres zu tun, als mich darüber aufzuregen, weil im Endeffekt muss man aus diesem Krankenhaus rausgehen und sagen, vergessen. Weil alles, was im Krankenhaus passiert, bleibt im Krankenhaus. Und wenn man sich das mit nach Hause nimmt, dann zerfrisst man, wirklich, man zerfrisst sich selbst von innen. Und das gilt nicht nur für die Stationsarbeit, sondern auch für den OP. Und ich habe ziemlich großen Respekt vor den Pflegern und Schwestern, die auf Station freiwillig arbeiten, denn ich würde es nicht tun. Okay, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Marina, ich hoffe, dass du nur noch schöne Erfahrungen hast im OP, dass die Leute nett zu dir sind und nicht irgendwie dann noch bei der Einladungsphase irgendwelche dummen Sprüche kommen oder so. Und vor allen Dingen auch, dass hoffentlich mal auch seitens des Gesundheitsministeriums der Pflegejob und auch der Job im OP so ein bisschen mehr gewürdigt wird und dass eben auch dann die Entlohnung dementsprechend besser ist. Weil ich finde einfach, das, was das ganze Team da leistet, ist auf jeden Fall irgendwie harte Arbeit. Und im Endeffekt geht es ja darum, Menschen zu retten und die Menschen wieder gesund zu machen. Und ich meine, da brauchst du einfach auch Leute, die halt eben diesen Job machen wollen. Und gerade Pflegenotstand, du kriegst die Menschen halt nicht irgendwie für ein Honorar, was ein bisschen höher ist als Vielsatz. Du musst die Leute auch dementsprechend vernünftig entlohnen. Ich würde mich freuen, wenn endlich mal da auch in der ganzen Pflegebranche so ein Umdenken stattfindet und man den Menschen auch dann wirklich den Lohn gibt, den sie verdienen. Nämlich dafür, dass sie halt eben wirklich Menschenleben retten. Auf jeden Fall. Ich danke dir für das Gespräch. Gerne.